In dieser Aktivität gibt es 7 Pirateninseln. Die Inseln sind über den Spielplatz verteilt. Ein Kind auf jeder Insel gibt dir die Wahl zwischen 2 Schiffen, die dich zu einer anderen Insel mitnehmen. Das Ziel ist, einen Weg zur Schatzinsel zu finden. Leider zeigen die Karten dir nicht die Schiffrouten, sodass du selbst den Weg zwischen den Inseln finden musst. Auf jeder Insel kannst du nach Schiff A oder B fragen, um zur nächsten Insel zu kommen. Can I please have an A? Shipwreck Bay. Thanks. Jedes Kind baut langsam eine Karte mit den Schiffrouten auf. Schließlich werden sie einen Weg zur Schatzinsel finden. Die Karten, die die Kinder aufgebaut haben, haben viele Anwendungen mit Computern. Sie können zum Beispiel den Zustand eines Programmes vorstellen. Diese Uhr zeigt die Zeit an. Aber wenn du Knopf A drückst, wird sie eine Stoppuhr. Wenn du Knopf B drückst, startet die Stoppuhr. Nochmal drücken, stoppt die Stoppuhr. Wenn du jetzt Knopf A drückst, wechselt die Uhr in den Zählmodus. Und nachdem der Knopf 3-mal mehr gedrückt worden ist, sind wir wieder bei der normalen Uhr. Wir könnten eine Karte wie die Piratenkarte für die Uhr zeichnen. Und so eine Karte wäre wie eine Gebrauchsanweisung für die Uhr. Mehr Informationen über diese Art von Karten und wie sie in der Informatik benutzt werden, sind auf der CS Unplugged-Webseite unter der Schatzsucheaktivität zu finden.